Hallöchen Leute, willkommen zu einer neuen Folge Cuphead. König Würfel steht auf dem Programm. Dritte Folge mittlerweile. Und ich habe noch wirklich nicht so die Ahnung, was ich in der letzten Phase tun soll. Ob man da einfach durchhalten muss oder ob man ihm irgendwie Schaden machen kann. Aber gut, schauen wir mal. Ich möchte dir gerne auch mit fünf Leben mal ankommen. Ich bin bisher immer nur mit drei Leben angekommen. Eigentlich. Kann ich eigentlich den Schuss nehmen? Eigentlich sind ja die Zwischenbosse auf dem Weg dahin. Wenn ich nicht irgendeinen randomen Blödsinn mache. Ja klar, ne? Also die ersten zwei Dreierfelder jeweils. Kenne ich die Bosse ja eigentlich alle und das sollte eigentlich, bis auf dieses Teufelskarnickel, eigentlich, wenn ich wie gesagt keinen Blödsinn mache, wie das eben gerade, sollte das laufen. Und den dritten Zirkel, das RNG, manipuliere ich einfach. Dann resette ich immer, wenn mir der Memory-Boss nicht gegeben wird. So, ich brauche eine 2. 3, ja, bei 3 springen. Okay, das hat schon mal funktioniert. Ich brauche wieder eine 2. Ich bin überlegen, einfach die 6 zu nehmen, weil das dieses komische Pferd ist. Das finde ich auch sehr easy. Aber ich will das extra Herz haben. Okay, ich brauche eine 2. Das heißt, bei 3 muss ich springen. 5 wäre... Oh nein, 5 ist das Karnickel, ne? Ja. Oh, du Drecksack. Den mag ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Also da... Komm, das können wir resetten. Also wenn ich 5 als Herz bekomme, das möchte ich nicht. Ja, das RNG manipulieren wir ein bisschen. Ich habe keine... Nope. Wenn ich keine 9 als extra Herz kriege, dann... Vergessen das. 1, okay. Bei dem Boss, da besteht immer die Gefahr, dass ich aus Dummheit getroffen werde. Ich hab's gerade eben gesagt. Bei dem Boss besteht die Gefahr, dass ich aus Dummheit getroffen werde. Ein Treffer nehme ich noch in Kauf. Oh komm, jetzt erledige ihn nochmal. Endlich. Komm, die gehen mir auf den... Das ist zwar nicht nötig, aber die gehen mir auf den Sack. Nee. Das ist mir zu doof, Leute. Das ist mir viel zu doof. Nope, ich will das Herz bei 9 haben. Das kannst du vergessen. Ich kann auch betrügen. 5 ist das Karnickel, darauf habe ich keine Lust. Nimm das Herz von der 5 weg! Jetzt ist es weggemacht. Ich will die 9 haben. Ich will die 9 haben. Wisst ihr was? Ich scheiße auf das Herz bei der 5. Moment. Bei 1 muss ich springen. Ich nehme einfach den 6er-Boss. Scheiß auf das Extra-Herz. Ich werde safe getroffen, das weiß ich nämlich. Ja?
Und hier muss ich halt aufpassen. Er kann manchmal so ein bisschen Assi-Zeug machen, aber bisher lässt er mich damit in Ruhe. Ja, das ist auch sehr gut. Wenn er halt die Chips so anordnet, dass ich einen Sprung machen muss. Also ich darf nicht voll springen, sondern nur so einen leichten Sprung, weil wenn ich voll springe, ich gegen den oberen Chip komme. Okay, gut. Okay, ich brauche eine 2. Konzentration. Bei 3, ne? Ja. Sehr gut. So, auf das Herz kacke ich, weil das Kaninchen, das weiß ich nicht. Das ist irgendwie nicht mein Fall. Wir gehen einfach auf die 3, scheißen auf das extra Herz und nehmen den Boss, der easy ist. Och Mann, ey! Das war... Oh, jetzt habe ich auf den Geist nicht geachtet, weil ich mich aufgeregt habe. Habe ich gesagt, der Boss ist free? Oh Mann, ey. Ich brauche auf jeden Fall eine 1. Das hat schon mal funktioniert. 3. Ja, sehr schön. Komme ich wenigstens bei König Würfel vielleicht mit 2 Herzen an. Das ist mein Hauptproblem. Ich komme mit zu wenig Herzen in der letzten Phase an. Okay. Das habe ich mir wenigstens gemerkt. Die Tassen sind jeweils am entgegengesetzten Ende. So. Hier war dann noch eine Tasse. Alter, zum Glück hat die Hickbox mich nicht getroffen. Ich war eigentlich an seinen Fuß. So, jetzt habe ich schon wieder keine Ahnung mehr, wo was ist. Das muss ich raten. Okay, Pfeffer und Würfel. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Das waren, glaube ich, die anderen Würfel. Genau, das sind die jetzt hier. Also den Boss finde ich super angenehm. Da werde ich auch immer das RNG so manipulieren, dass ich bei denen ein extra Herz bekomme. Weil der ist free. So, jetzt muss ich den Pfeffer finden. Okay, gehen wir mal nach unten. Da ist der Pfeffer, okay. Okay. Da sind die Würfel. Ich glaube, die waren hier, genau. So, jetzt können wir in eine rein donnern. Das war durchaus knapp. Und zack. Okay, wir haben den Kackaffen. Ich bereite mich mal auf König Würfel schon ein bisschen vor. Ich glaube, der Scratchus ist gegen ihn ganz gut. Ich glaube nicht, dass man durchhalten muss. Ich glaube, man muss ihn Schaden machen. Okay. Ich brauche einfach eine 3. Okay. Ja, ja, man kann ihn Schaden machen. Ich sehe es jetzt hier oben.
Wenn ich wüsste, wo er seine Hand hinsteckt, ne? Weil ich denke, das probiere ich mal aus. Und hier, ich bin weiter. Man macht den Schaden, tatsächlich. Dass man da an der Seite von seiner Hand sicher ist. Das RNG gefällt mir nicht. Perfektes RNG. Perfekt! Eins, drei. Das heißt bei eins springen. Und... So, wenn ich nicht dumm bin, kann ich mit viel Herzen bei ihnen ankommen. Ah, zum Glück nicht die gelben und den roten von unten gleichzeitig. Das, da war er nett zu mir. Ja, das ist auch sehr nett von dir. So, ich glaube, ich muss noch einen Zirkel machen, dann habe ich ihn. Okay, zum Schluss wird er noch mal ein bisschen dreckig. Mhm. Sehr schön. Und die Ulti für den dummen Gaul haben wir. Okay, aber erstmal brauche ich eine 2 und eine 3. Das Würfel dürfen wir nicht verkacken. 1, 2, 1. Okay, bei 3 springen. Sehr gut. Und jetzt brauche ich eine 3. 1, 2, 1, 2, 3. Okay, bei 1 springen. Sehr gut. Und jetzt nicht so ein Blödsinn wie eben machen. Nicht so ein Blödsinn wie eben machen. Den kann man eigentlich richtig schön machen. So, also, okay, da kommt der Cape-Spaß. Oh Mann, ey, ich konzentriere mich immer nur aufs Geschenk. Und bemerke nicht, dass der Cape-Spasti da ist. Zwei unnötige Gegentreffer, aber okay. Bei den Affen können wir noch ein viertes Herz kriegen. Jetzt brauche ich erstmal eine 1. 1, 2, 3, okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt, bei 2 springen. Nein, das... 1, 2, 3. Here's a real high-class bout. Now go. Der ist aber eigentlich auch nicht so schwer. Komm, der kriegt die Ulti. Der müsste ja eigentlich fällig sein. Was? Ich war mir todsicher. Oh. Schade. Okay, nehme ich den Affen mit oder... Ja, natürlich, wegen dem extra Herz. Ja, das hat schon mal funktioniert. Habe ich gleich 3 Leben gegen... König Würfel. Ich hab mir nichts gemerkt. War ich irgendwie mit anderen Sachen. Obwohl, das weiß ich, dass das hier war. So. Jetzt muss ich einmal rausfinden. Da ist Pfeffer, unten ist... Diese Scheiße. Jetzt brauche ich den anderen Würfel. Da sind die Tassen. Super. Das sind wieder die anderen Tassen. Okay, da... Da ist der Pfeffer. Der Pfeffer war hier, ne? Ja, gut.
Alter, was mache ich hier? Okay, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Das habe ich nicht vergessen. Die waren hier. So. Der war hier? Nein, das waren die Würfel. Dann war er hier. Nein, das waren die Tassen. Die waren, glaube ich, hier. So. Das war nicht hier. Dann war das... Nein. Zack und zack. Ich glaube, ich werde die Karten noch nicht benutzen gegen den Affen. Ja, kriege ich sowieso nicht hin. Dann habe ich ihn nämlich bei König Würfel. Okay, wir haben 3 Leben. Und ich will ausprobieren, ob ich da hinter der Hand sicher bin. Ich muss bloß Glück haben. Ich muss halt Glück haben. Das ist halt, ich weiß halt nicht, wie er agiert. Das ist eine 50-50 Chance. Geh hier hin. Ja, ja, ja. Es funktioniert, es funktioniert! Macht das immer abwechselnd? Komm! Na, ah, scheiße, die verkehrte Seite. Er holt keine Karten? Ist das ein Bug? Leute, ist der Boss verbannt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Was ist da gerade passiert? Komm, das kürzen wir mal ab. 6 Minuten, das... Ah, leider keine A-Rang. Aber wir haben gewonnen und das ist alles, was zählt. Okay, Tatsache. So, jetzt bin ich gespannt. Also, ich finde, das Casino... Ja, so assi ist es nicht, ne? Also, man muss halt viel auswendig lernen. Du hast viele kleine Minibosse, sag ich mal. Und jeder hat ein anderes Schema. Deswegen hat das so lange gedauert. Aber jeder so für sich genommen. Außer nehmen wir mal das Kaninchen weg. Den hasse ich. ging das, ne? Du musst halt viel lernen. Und nicht nur einen Boss. Okay. Mein Höllenspaß, der Teufel. Das kann doch nur dreckig werden. Das kann doch nur richtig dreckig werden. Oh, wen haben wir denn da? Ihr habt nicht nur meinen unnützen Scherenkönig Würfel versohlt. Sondern ihr habt auch meine Seelenvertrage. Jetzt schließt euch mir an. Was? Nein? Ich verhau dich. Ihr fallt mir also in den Rücken, was? Ich werde euch lehren, Verträge nicht zu brechen. Aufgepasst! Wäre das Spiel dann zu Ende, wenn ich Ja gedrückt hätte und man ist einfach... Gibt es 2 verschiedene Enden? Okay. Okay, der Spatchfuss scheint gut zu sein. Okay.
Alles klar? Wir sind wieder in der Lernphase. Aber Spectre scheint gut zu sein. Kann man das parieren? Nein. Ich gehe mal auf 5 Leben, weil ich ihn lernen möchte. Nee, 5. Oh nee, immer wenn ich das... Nein, Mann! Ich verhau dich! Okay. Ich muss einfach nur auf... Oh, scheiße. Einfach nur auf... Ah, okay. Das, da darf ich nicht zu früh springen. Was ist jetzt? What the fuck? Okay, das ist aber nicht so schwer. Ah, ich hasse das, wenn er das macht. Oh ja, da bin ich super in der Falle gewesen. Und da war ich zu gierig zum Parieren. Ach was, das war alles die erste Phase. Ich dachte, wo er seinen Kopf runtergebrochen hat, ist schon der nächste Phase. Okay. Ich lerne das nicht. Ich lerne das. Mann, nein. Er könnte dreckig werden, Leute. Scheiße. Na komm, lernen wir noch ein bisschen. Okay, jetzt gehe ich mal auf den Schuss. Damit ich ihn hier... Ich glaube, der Speckschuss bringt, wenn er mit den... mit seiner Fresse... Oh Mann, ich springe immer zu früh, Alter! Oh, jetzt kommt dieser scheiß Dreck! Ich glaube, jetzt sind wir in der nächsten Fahrt. Was? Oder? Das Timing muss perfekt sein, ansonsten kriegt er dich. Das Timing muss perfekt sein, ansonsten kriegt er dich. Ach, diese Schlange ist auch noch... Boah. Das ist so ein Hurensohn, ne? Dash. Wenn er diese Hände macht, brauche ich Zeit. Kann ich nach oben dashen? Jetzt nerv mich nicht. Here's a real high class battle. You're up. Vor allem kann mich dieser Dash... Ich wollte sagen, ein paar Mal vielleicht rettet vor dieser blöden Aslak, sie hier rumlaufen. Das finde ich ist somit das Nervigste, diese Ja, der Dash ist sehr gut, um das auszuweichen. Ich hab pariert, verfickt nochmal! Oh Gott, ey. Leute, ich habe Probleme mit der ersten Phase und es kommen noch 3 weitere.
Wie soll man das ausweichen? Frage? Legitime Frage? Oh, jetzt kommt das so random dahin. Ich dachte, es geht da unten. Jetzt macht er das sofort. Ja, man sieht es kommen und man will ausweichen. Da kommt der Dreck. Also er toppt bisher alles im ganzen Spiel. Das ist nur die erste Phase, ne? Aber ich denke, der Dash ist hier angebracht. Mann, ey! Ich krieg das Timing nicht hin! Das darf er nicht machen. Das darf er nicht machen. Ich weiß nicht, wie ich das ausweichen soll. Mann, ey! Egal, was er macht, ist alles dreckig! Jetzt fängt er damit an, okay. Am meisten geht's mir einmal auf den... sind diese scheiß kleinen Mini-Teufelchen, die hier rum... latschen. Oh, da hab ich Glück gehabt. Ja, wie gesagt, diese scheiß kleinen Mini-Teufelchen! Ja, jetzt macht er das. Also das ist mit Abstand das Dreckigste, was er macht. Das ist mit Abstand das Dreckigste. Oh, jetzt spiel ich da rein, Mann! Also nach diesem Part mache ich auf jeden Fall eine Pause. Weil ich merke, wie ich Akku werde. Hier diese kleinen Mindelteufelchen. Das ist der größte Fuck hier. Ich scheiße aufs Parieren. Ja, hätte ich es mal nicht gemacht, dann hätte ich keinen Treffer bekommen. Warum ständig hier solche kleinen Pissnaken kommen müssen auch, ne? Toll. Frisst das, du Wichser! Zweite Phase. What the fuck? Okay. Da ist Spreadschuss, glaube ich, ganz gut, weil ich ihn jederzeit treffe. Alle seine Attacken sind Dreck! Alle seine Attacken sind Dreck! Also, seit der Biene habe ich es lange durchge...
halten, nicht auszurasten! Es ist genau rein, geht eigentlich, dieser Vollidiot! Ich habe gedasht. Also wenn das Spiel assi ist, dann bin ich schon sauer, aber... Ich glaube, ich muss aufhören. Ich bin überhaupt nicht mehr bei der Sache, weil ich mich nur... Weil ich ihn so kacke finde. Nimm deine scheiß Fackeln hier weg! Diese kleinen Bastard! Okay, letzter Try, Leute, letzter Try. Für heute. Wie soll ich da ausweichen, wenn auf einmal alle vier auf einmal... Ich mach noch einen. Ich mach noch einen. Vielleicht hätte ich sein Angebot annehmen sollen und vielleicht doch auf seine Seite und ihn dienen, aber ich hab's nicht angenommen. Oh nee, jetzt macht er den schon wieder. Man kann sich ganz in der Ecke hinstellen. Da muss man nur auf diese scheiß Teufelchen aufpassen. Komm schon, zweite Phase! Ja, zweite Phase? Zweite Phase? Oh, ich wurde noch getroffen, das ist so unnötig. Okay. Okay. Okay, wenn man das zu Parierenden abschießt, dann kriegt man richtig aufs Maul. Nein, das explodiert nach einer Zeit. Aber ich habe die zweite Phase fast geschafft. Okay, Leute. Er ist ein Assi. Er ist ein richtiger Assi. Und ich wette, dass Phase 3 und Phase 4 mal noch dreckiger sind. Aber okay. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Dann bin ich auch wieder gut gelaunt. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.